einlegen. Ja. Das läuft heute anders. Heutzutage, ne? Ist nicht, ich habe keinen Film dabei, sondern der Speicher ist voll. Ach so. Ohne. So, dann mache ich es ohne. Danke. Ich bin von Basdorf hierher gekommen, Herr Keller, weil ich mir, vielleicht klingt das komisch, aus dem heutigen Gespräch Aufschluss erwartet habe, was verdammt nochmal heute in der Linken schiefläuft. Also ich meine vor allem die Großgeschriebene, aber auch die Kleingeschriebene. Warum in der tiefsten Krise des Kapitalismus, die sich gegenseitig auffressen und damit natürlich nicht besonders mobilisiert wirken, auf andere in die Gänge zu kommen und auf die Straße zu gehen oder wie auch immer. Jetzt klingt das vielleicht komisch, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, haben sie sich so um die Jahrtausendwende 2002 aus der ersten Reihe zurückgezogen. Aber davor ja, also auch nach 89 ganz, ganz viel getan. Ich komme aus Westdeutschland. Ich war von 1972 bis 84 Mitglied der DKP, also des SED West, und bin erst 2005 in die Linkspartei eingetreten und möchte einfach sagen, ich finde schon, dass die demokratisierte kommunistische Partei der DDR eines der wichtigsten Erbstücke ist, die in die Vereinigung eingebracht wurde. Dass es, wenn ich es richtig sehe, wie kaum eine andere kommunistische Partei in Europa gelungen ist, in einem ganz schmerzvollen Prozess, wo Leute wie Sie eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, ja, so einen Übergang hin zum demokratischen Sozialismus zu gestalten. Und dann zieht sich jemand wie Sie 2002 aus der ersten Reihe zurück. Dann kommt 2005, 2006 mit Lafontaine und der WASG und dem Schröder im Westen diese Chance. Ich gehöre zu denen, die größte Euphorie dort mitgemacht haben. Und 5 Jahre später fragt man sich ja verdammt nochmal, wo ist denn diese Gründungseuphorie geblieben? Und verdammt nochmal, es darf doch nicht sein, dass angesichts dessen, was die Börsen weltweit mit dem ganzen Erdball anrichten, wir aus diesem Klein-Klein oder aus dieser Intoleranz, aus diesem Besserwissen und so weiter nicht rauskommen. Meine Frage an Sie ist nicht, was hätte die PDS in den 90er Jahren anders machen können und sollen. Das ist ja irgendwo Korinthenkackerei. Geschichte ist so, wie sie gelaufen ist. Aber Sie haben es miterlebt und Sie haben sich ja mit Ihrer ganzen Seele engagiert, dass daraus eine durch und durch demokratische Partei wird, die alle mitnehmen kann. Ich würde Sie einfach fragen, was sehen Sie aus der Distanz? Freunde, die nicht so mit uns im unmittelbaren Geschehen sind, können einem ja manchmal viel bessere Ratschläge geben. Was sehen Sie aus der Distanz? Was fehlt heute der Linkspartei? Was bräuchte sie? Und zwar nicht im Sinne von Zeigefinger oder Besserwisserei, sondern aus dem, was Ihr Lebensweg in der Linken zu DDR-Zeiten und zu gesamtdeutschen Zeiten ist. Was glauben Sie, was heute ansteht, damit wir alle unserer historischen Verantwortung gerecht werden, uns nicht die Körper einzuhauen, sondern uns unterzuhaken und dafür einzutreten, dass diese unglaubliche Ungerechtigkeit gestoppt werden kann. Ich habe es 10 Jahre durchgehalten und ich werde es weiter durchhalten. Ich werde auf solche Fragen nach der gegenwärtigen Lage der Linken keine Antwort geben, weil ich der Auffassung bin, ich bin nach wie vor linker Sozialist, damit es ja keine Meinungsverschiedenheiten gibt. Aber wer für sich entschieden hat, aus der Partei auszutreten, hat nicht das Recht, Ratschläge zu geben, was die Partei zu machen hat. Das Riesenproblem ist ein zutiefst historisches Problem. Ein zutiefst historisches Problem. Aber die Geschichte ist nun mal so gelaufen. Und sie ist nicht korrigierbar mehr. Ich kann nur das sagen, was ich damals schon gesagt habe, und es trifft ein bisschen zu. Die Linken leiden unter den Kinderkrankheiten ihrer Geburt. Die Linke hat im Osten Deutschlands ihre fähigsten Köpfe zwischen 1948 bis 87, 88 verloren, indem sie weggegangen sind und ausgeschieden sind. Aus der linken Bewegung. Die SED war eine zutiefst stalinistische Partei,
Wir haben es nicht gelernt, demokratiefähig zu sein und tolerant zu sein. Wir haben es nicht gelernt, Widerstand zu leisten. Wir haben es nicht gelernt, Widerstand zu leisten. Die Parteikontrollkommissionen und ähnliche Organe haben uns in einem festen Griff gehabt. Und wir wissen doch alle, wenn wir etwas lauter die Stimme erhoben hätten, wenn wir Freundeskreise politisch organisiert hätten außerhalb der SED, hätte das zu unserem persönlichen Schaden von Tragweite geführt. Wir hatten ja auch Familien und Kinder und trugen Verantwortung. Ich war zu feige im Wissen darum, was los ist, mit Mitstreitern offen darüber zu reden. Natürlich habe ich mit Hans-Joachim Hoffmann unter vier Augen über Gott und die Welt gesprochen, wahrlich über Gott und die Welt. Und wir haben gesprochen, was zu machen wäre und was man machen könnte. Aber wir waren uns dessen bewusst, dass es nicht machbar ist. Und dann ist diese hoffnungsvolle Linke in der Wende mit hoffnungsvollen, jungen, politisch nicht verbrauchten Köpfen, mit einem alten Apparat, der nicht bereit war, mitzugehen, angetreten und hatte eine Schwierigkeit zu bewältigen, die historisch nicht zu bewältigen war. Wenn ein Parteivorsitzender solch einer jungen Partei, der im Apparat nicht groß geworden ist und nicht die Machtspiele eines Apparates kennt, aber auf diesen Machtapparat angewiesen ist, ist es unerhört schwer, Entscheidungen zu treffen. Es war unerhört schwer und es ist heute noch schwer, mit vielen älteren, hochverdienten Bürgerinnen und Bürgern der DDR über die Geschichte der DDR und über unsere gemeinsame Verantwortung zu sprechen, weil es an ihre innere Substanz geht. Du hast darüber gesprochen gerade. An ihre zutiefst innere Substanz geht. Ein Lebenswerk bricht in ihnen zusammen, wenn sie sozusagen bekennen müssen, was wir alles falsch gemacht haben. Ich verstehe heute meinen Vater und meinen Großvater, dass er mir keine einzige Frage, die ich ihnen gestellt hatte, nach ihrem Platz, nach ihrem Handeln in der Zeit der faschistischen Diktatur bekommen habe. Sie sind ausgewichen. Und viele sind nach der Wende ausgewichen, den Fragen und den Antworten. Die westdeutschen Linken kamen. Ich sag mal ehrlich, wir waren doch naiv wie die kleinen Kinder. Die hatten doch alle Erfahrungen des illegalen Kampfes schon hinter sich. Die wussten doch, wie man Posten erwirbt und sich einen eigenen Apparat aufschafft. Die wussten doch, wie man mit den Medien spielt. Das heißt, diese junge linke Bewegung, diese hoffnungsvolle junge linke Bewegung, musste mit ihrer eigenen Geschichte klarkommen, mit ihren eigenen Verlusten klarkommen. Bemerkungen in Klammern, lesen Sie das fantastische Protokoll des Parteitages von Dezember 1989 mit der riesen Namensliste, wer damals alles was zu sagen hatte und im Parteiverstand in anderen Gremien ist und wer heute davon übrig geblieben ist. Das heißt, die Verluste waren nicht nur vor 89 da, sondern sie waren auch 89 in Größenordnung da. Und sie musste sich einer Auseinandersetzung stellen, dass sie plötzlich die ganze Last der Verantwortung hatte. Ich schreibe im Buch, als ich die erste Pressekonferenz im Westen mache, musste ich mich für Lenin und Stalin, für Ulbricht und Honecker, für die jungen Pioniere und für die Freie Deutsche Jugend und für die SED und für alles Mögliche verantworten. Man hat mir überhaupt nicht abgenommen, dass ich
Der Bürger Keller war. Ich trug Verantwortung und die Partei trug Verantwortung für alles. Sie musste sich für alles verteidigen. Also, da sind natürlich auch Wagenburg-Mentalitäten entstanden, Verteidigungsstrategien entstanden. Und da haben sich Kreise gebildet, die immer alles besser wissen wollten. Und da war es für ihn natürlich viel schwieriger als für mich. Ich konnte sozusagen niederschreiben, wenn ich Analysen geschrieben habe. Ich war ja nur ein Berater. Ich konnte schreiben, was ich dachte, was ich glaubte, niederschreiben zu müssen. Das im Leben zu verwirklichen, das war mir schon immer klar, ist für die, die die Politik machen, viel, viel komplizierter. Aber weiter gehe ich nicht. Und ich bitte Sie um Verständnis dafür. Herr Jörg, willst du was dazu sagen? Man muss sehen, dass es zu deinem Vater und deinem Großvater und zu uns einen gewaltigen Unterschied gibt. Damit meine ich jetzt nicht die Tatsache, dass man die NS-Zeit und die DDR sowieso nicht vergleichen kann. Das ist selbstverständlich. Ich meine etwas anderes. Damals stand die gesamte deutsche Bevölkerung vor der Frage der Aufarbeitung. Ich habe durch Hermann Kant erfahren, dass ein Fehler der SED darin bestand, dass es Nazis gab und Antifaschisten. In Wirklichkeit gab es dazwischen 90%, die weder das eine noch das andere waren. Und die spielten kaum eine Rolle. Aber warum ist denn die Aufarbeitung bezüglich dieser Zeit in der Bundesrepublik so anders gelaufen als nach dem Untergang der DDR? Aus einem Grunde, weil es alle betraf. Du arbeitest Geschichte ganz anders auf, wenn es nur um ein Fünftel der Bevölkerung geht. Da sehen ja 4/5 gerne zu. Das ist ja ein völlig anderer Vorgang. Daraus resultiert wiederum bei einem Fünftel eine zunächst mal psychologisch verständliche Abwehrhaltung. Weil die sagen, die können das ja gar nicht richtig beurteilen. Ich werde dort mit Dingen belegt, die sie gar nicht einschätzen können. Ich war befreundet schon zur DDR-Zeit mit einer Verwaltungsrichterin aus West-Berlin. Und die kam immer besuchen und war höchst ängstlich. Ich sagte, ja, und die Platte, nehmen Sie mir die nicht weg und das Buch. Und wäre ich dafür nicht eingesperrt? Und ich habe gesagt, nee, und wenn doch, meldest du dich bei mir, dann komme ich dich besuchen und so, na, so in meiner Art. Aber ich will nur sagen, so ängstlich war sie. Und kaum war die Mauer gefallen, erklärte sie mir, wie ich hätte in der DDR leben müssen. Und da habe ich gesagt, nee, du hattest schon bei einer Einreise so viel Angst, jetzt machst du mir keine Vorstellung. Ich will das bloß mal so schildern. So ist das abgelaufen. Und daraus resultiert natürlich auch eine bestimmte Haltung. Das ist das eine. Das zweite. Es kann ja alles wahr sein. Es ist ja alles schwierig mit der Aufarbeitung der Geschichte. Und erst recht, wenn es um das eigene Leben geht. Aber dass es uns gelungen ist, nach dem vollständigen Untergang der DDR, diese Partei in dieser Form zu erhalten und mit einzuführen in die Linke, ist auch eine beachtliche Leistung. Das hätten uns ja die meisten auch nicht zugetraut. Und ich habe dann zu einer Zeit, ich schied ja aus dem Bundestag, auch nicht mehr daran geglaubt, weil unsere spezifischen Funktionen, die muss man ja auch sehen, dass die sich gewandelt haben. Zunächst haben wir die Interessen der Eliten der DDR vertreten. Dann haben wir überhaupt die ostdeutschen Interessen vertreten. Und irgendwann hört das auf, obwohl wir ja heute noch keine Gleichstellung haben. Aber immerhin, es baut sich ja ab. Und dann entsteht die Frage, ja, ist denn Platz in Deutschland für eine linke Partei? Dazu muss man ja wissen, dass es einen militanten Antikommunismus in der alten Bundesrepublik gab, wie er gar nicht vorstellbar war in Italien oder in Frankreich. Das hatte zwei Gründe. Einmal hat man nämlich nach 1945 dort die alten Eliten übernommen, zu einem großen Teil aus der NS-Zeit und hat gesagt, ihr dürft nicht mehr antisemitisch sein, ihr müsst demokratisch werden, aber antikommunistisch könnt ihr bleiben. Also ein Bein blieb. Und dann hat natürlich die SED durch ihre Politik, durch die Existenzbedingungen in der DDR einen beachtlichen Beitrag dazu geleistet, den Antikommunismus in der Bundesrepublik Deutschland zu pflegen und auf Höhepunkte zu bringen. Die Mauer, die Toten, die Inhaftierung und so weiter. Das ist ja alles bekannt. Das muss man natürlich auch sehen. Sonst hätte es vielleicht nicht solche Entwicklungen in der alten Bundesrepublik gegeben, die wie es sie in Frankreich und in Italien nicht gegeben hat. So, und jetzt kommt ein weiterer Punkt hinzu, den man sehen muss. Das wird viel zu selten beschrieben. Wir hatten ja zwei deutsche Staaten. Die Folge davon war, dass bestimmte Schichten der Bevölkerung in der DDR überhaupt nicht existierte. Der Adel, um mal ein Beispiel zu nennen,
verließ ja die DDR, von einer Handvoll Ausnahmen abgesehen, und ging in die Bundesrepublik. Fast alle Botschafter dort waren adelig. Ich erwähne das, weil der Adel in Ungarn zum großen Teil blieb. Der organisierte sich dann im Schriftstellerverband und bestimmte die Kultur des Landes mit. Nicht die Politik, aber die Kultur des Landes. Solche Teile der Bevölkerung hatten wir gar nicht. Weil alle diese Teile der Bevölkerung selbstverständlich schon bis 1961 in die Bundesrepublik Deutschland gegangen waren. Ein gravierender Unterschied zu Ungarn, zu Rumänien, zu den anderen osteuropäischen Ländern. Und ist übrigens noch nie von Historikern untersucht worden, was das eigentlich bedeutet. Deshalb war es ja auch so, dass wir so viele Neulehrerinnen und Neulehrer hatten und so weiter. Das war ja auch gewollt, um da also einen ganz anderen Anfang zu machen, etc. etc. Das ist aber ein wichtiger Umstand, den man sehen muss. Natürlich hat die SED uns im Denken und Fühlen auch versaut. Und es ist auch gar nicht so leicht, plötzlich so in anderen Strukturen zu denken. Aber ich will Ihnen was sagen über die Linke. Das Problem ist, dass wir die einzige Partei sind, die eine Vereinigung versucht. Das gab es sonst seit 1989 nicht. Es gab nur Beitritte. Und eine Vereinigung ist viel komplizierter. Denn eine Vereinigung bedeutet, dass ich den Mitgliedern meiner früheren Parteien und den Mitgliedern der WASG sagen muss, ihr müsst euch alle verändern. Das ist ganz einfach, denn sagt dir jede und jeder, klar, klar. Aber im Konkreten findest du ja, dass du schon richtig bist und die anderen nur so werden müssen, wie du schon bist. Und dann ist die Welt in Ordnung. Und das führt dann zu erheblichen Auseinandersetzungen. Und zwar, und jetzt kommt wieder unsere DDR-Prägung raus. Die früheren Mitglieder der SED waren ja in der DDR nicht ausgegrenzt. Sie haben sich auch nicht 1989, 90 entschieden und haben gesagt, ab jetzt will ich ausgegrenzt sein. Sondern sie wurden ausgegrenzt. Und wenn du das Buch von Dietmar Keller liest, dann merkst du natürlich gegen seinen Willen, und bei mir ganz genauso. Ergo fängst du an, um Akzeptanz zu kämpfen. Weil du sagst, das kann doch nicht wahr sein. Auch in der Beschreibung deines Lebens. Wenn ich aber in Westdeutschland gelebt hätte und zum Beispiel in die DKP gegangen wäre, hätte ich an dem Tag gewusst, ab jetzt bin ich ausgegrenzt. Ich spiele für die anderen in der Gesellschaft gar keine Rolle. Da habe ich mich also bewusst dazu entschieden. Das ist ein ganz anderer Vorgang. Weil wenn ich mich bewusst dazu entscheide, an den Rand der Gesellschaft zu gehen, weil ich glaube, die haben Recht und die große Mehrheit hat Unrecht, kann man alles glauben, ist nicht das Problem, ist das was anderes, als wenn ich aus einer Mehrheitsgesellschaft komme und plötzlich ausgegrenzt werde für Dinge, die ich selber gar nicht gemacht habe, sondern andere. Und dadurch entstehen doch die Reflexe. Denn dann sagst du, wieso wird mir das alles angelastet, etc. etc. Das ist der erste riesige kulturelle Unterschied Ost-West. Und wenn du den nicht erkennst, begehst du noch viel mehr Fehler, weil du gar nicht verstehst, warum das so ist. Das Zweite ist, dass man lernen muss, wirklich, ich sage jetzt mal, lernen muss, inhaltlich neu zu denken und auch seine Sprache zu verändern. Wenn ich in die Politik gehe, muss ich verstanden werden. Und bei uns haben viele die Angewohnheit, so zu reden, dass sie möglichst selten verstanden werden. Und zwar, weil sie eine ideologische Sturheit hinsichtlich ihrer Vokabeln besitzen. Und wir dann sagen, wieso drückst du das so aus und nicht so aus? Ich sage, damit mich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Rentnerinnen und Rentner und die Arbeitslosen verstehen. Das ist der Grund. Und da ändern sich übrigens auch die Zeiten. Zum Beispiel jetzt wird über Kapitalismus wie selbstverständlich gesprochen, 90, 91, 92, 93 kam der Begriff so gut wie nicht vor. Wir haben jetzt ja auch, das stimmt ja, eine kapitalismuskritische Stimmung in der Gesellschaft, aber keine antikapitalistische, geschweige denn eine prosozialistische, nur eine kapitalismuskritische, aber immerhin, das ist ja eine Menge. So, und jetzt noch so ein paar Sachen. Also, abgesehen davon, dass wir viel zu viel Selbstbeschäftigung hatten, weil wir diese Vereinigung hatten, weil wir die Auseinandersetzung hatten, weil ja immer noch die Frage ist, setze ich nun A durch oder setze ich B durch? Und ich wieder als alter Kompromissler, wie du mich ja auch zu Recht schilderst, sage immer, wir brauchen A und B. Deshalb bezeichne ich mich als Zentrist. Nicht, weil ich nicht weiß, wann A Recht hat oder glaube zu wissen, wann A Recht hat und nicht,
weil ich glaube nicht zu wissen, wann B recht hat, sondern die Frage ist, dass ich weiß, wenn wir nur B haben, gehen wir unter und wenn wir nur A haben, gehen wir auch unter. Aber das verbreite mal. Das musst du ja nicht nur denken, das musst du sogar fühlen. Und zurzeit geht das Boot ja unter. Das ist ja, ja. Ja, ja. Aber nun, glaube ich, haben sie es begriffen. Also viele, zumindest in der Fraktion etc., weil sie das ja auch mitkriegen. So, und jetzt, ich sage mal, wir werden auch die Führungsfragen lösen, mehr kann ich dazu heute nicht sagen. Aber ich sage eins, das ist mir wichtig in dem Zusammenhang. Die Krise ist noch nicht wirklich im Wohnzimmer angekommen. Das darf man nicht vergessen. Die Leute gehen noch davon aus, Deutschland kommt noch ganz gut dabei weg. Griechenland mag das ja anders sein. Und wir sind nicht in Griechenland, sondern in Deutschland. Außerdem haben sie jetzt sogar Vertrauen in die Merkel, weil die so als Physikerin den Prozess verwaltet. Sie fühlt ihn zwar nicht, aber sie verwaltet ihn. Und die FDP spielt gar keine Rolle mehr, kann ich auch erklären, warum die untergeht. Und insofern ist das Bedürfnis nach uns gar nicht so groß. Außerdem sind wir für die Leute auf Bundesebene immer noch ein Experiment. Und in der Krise wählst du alles, aber kein Experiment. Da wählst du Beständigkeit. So, und dann kommt noch hinzu, dass ja das, was wir fordern, Schritt für Schritt auch von anderen Parteien übernommen wird. Also ich fand das witzig. Ich habe den Marshallplan aufgebracht im Vergleich zu Versailles. Ich will jetzt das gar nicht weiter erläutern im Zusammenhang mit der Krise. Und dann sagt doch die von allein bei Jauch zu mir, ja, wir müssen den Marshallplan. Das kann doch nicht wahr sein. Also selbst so weit geht, ich habe ja nichts dagegen. Ich will nur sagen, Wirtschaftsregierung, alles sowas. Aber dann sagen die Leute auch, naja, die brauchen wir doch eigentlich gar nicht mehr. Die SPD ist doch jetzt auch für den gesetzlichen Mindestlohn und bei der Rente fängt sie zumindest so ein bisschen an zu wackeln, etc., etc. Dabei sind wir natürlich eins, wir sind ein ungeheuer wichtiger Korrekturfaktor. Das klingt immer vielen bei uns zu wenig, die sagen immer, Gregor, wir sind doch mehr. Nee, sag ich, erstmal sind wir ein Korrekturfaktor. Und das ist eine Menge. Weil wenn wir stärker werden, korrigiert sich die SPD. Und nicht nur die SPD, auch die Grünen. Die Grünen sind in der Friedensfrage nur durch uns durcheinander gebracht worden. Die waren voll auf einem anderen Kurs. Und ich bin ja dann gemein, weil ich habe eine Angewohnheit, die wenige haben. Ich höre ja anderen zu. Und ja, und dann nehme ich ihre Logik auf. Das ist der Punkt. Und verfolge sie weiter. Also, wenn Cem Özdemir zu mir sagt, wir konnten dem libyschen Volk nur durch die Bombardierung helfen, dadurch ist Gaddafi weg und dadurch entsteht dort was Neues. Okay. Dann frage ich ihn, wenn das einzige Mittel ist, um wirksam helfen zu können in Libyen und das seine Auffassung ist, warum fordert er dann nicht Bomben gegen Syrien? Was ist an Assad besser als an Gaddafi? Das ist meine Gemeinheit. Also ich nehme seine Logik auf. Natürlich, um sie zu widerlegen. Aber wenn ich sie nicht aufnehme, könnte ich ihm gar nicht die Frage stellen. Und darüber ärgern sich die Grünen schwarz. Weil noch nie hat einer von denen gesagt, man müsste jetzt Syrien bombardieren. Das fände ich natürlich auch falsch, damit das richtig ist. So, aber dann habe ich wieder 6, die eine Erklärung unterschreiben. Na gut, will ich ja nicht machen. So, also so gleicht sich das aus. Nur zum Beispiel, dass die 6 jetzt ihrerseits eine Erklärung abgegeben haben und gesagt haben, sie wollen nicht missverstanden werden, selbstverständlich. Das ist schon neu. Das hätten die, ja, ich sag dir, das hätten die vor einem halben Jahr noch nicht gemacht. Gar keine Chance. Da ist also, will ich sagen, eine gewisse Einsichtsfähigkeit hinzugewachsen. Letztlich werden wir eins sehen. Ich glaube, dass wir die Linke in Europa brauchen. Ich glaube, dass die Linke noch nie so nötig war wie heute. Auf der anderen Seite war sie noch nie so schwach in Europa organisiert wie gegenwärtig. Wir zählen noch zu den Starken. Obwohl wir auch dabei sind, schwächer zu werden. Aber ich glaube, dass wir uns wieder anders entwickeln werden. Und er hat ja in einem Punkt recht. Der Kapitalismus kann bestimmte Zukunftsfragen nicht beantworten. Aber den demokratischen Sozialismus, den haben wir noch nirgendwo je erlebt. Es gibt kein praktisches Beispiel. Ich kann heute niemand sagen, fahr doch mal nach X, da herrscht er. Das wäre glaubwürdig. Und insofern ist das noch ein theoretisches Gerüst. Aber ich sage mal eins, vielleicht hätte es einen demokratischen Sozialismus gegeben, vielleicht, und zwar in Chile, wenn Allende und seine ganzen Strukturen nicht von den Putschisten und dem amerikanischen Geheimdienst kaputt gemacht worden wären. Das muss man natürlich auch, vielleicht, aber ich kann auch dort das nur mit Fragezeichen beantworten. Letztlich kam es ja nicht zum Leben. Ja, Sie haben eine Frage. Wir hatten Ihnen ein Mikrofon gegeben. Ach so, ja.
Ich wollte bloß mal was sagen, hier, was vorhin von ihm, dass er ausgetreten ist, aber das nicht mehr zu linken gehört. Ich habe alles ganz wunderbar entnommen. Sprechen Sie bitte ins Mikrofon, damit die Leute Sie verstehen. Ich habe auch festgestellt, dass es richtig ist, dass man Lehren draus ziehen muss, dass man nicht alles mitgemacht hat damals. Ich bin 64 Jahre in der Partei. Und bin in Dresden eingetreten mit 14 Jahren, weil ich den Angriff miterlebt habe, die Stadt zerstört habe, habe mich aufgebaut, die Stadt, und habe gesagt, es muss was anderes hier kommen. Ich bin ein junger Mensch, wir brauchen Frieden. Und daran habe ich angefangen. Da habe ich die FDJ besucht, ich habe die jungen Menschen in die Jugendbrigaden gebracht, ich habe die Frauen in die Frauenbrigaden gebracht, ich war im Osten Deutschlands, also wo unsere Webereien noch waren, die heute alle weg sind, alles ist weg, habe ich mitgemacht und bis zum heutigen Tage. Und mir würde nicht einfallen, trotz aller Probleme, die wir hier haben, die ich nicht für gut finde. Ich finde das furchtbar, dass wir uns dauernd um solche nebensächlichen Dinge streiten, wo es so wichtige Sachen gibt, die wir vertreten müssen, wo der Frieden das Allerwichtigste ist, was die Menschheit überhaupt braucht und wo wir uns gar nicht richtig immer wieder mit diesem Begriff durchsetzen und immer wieder was machen, was daneben liegt, finde ich, dass das also alles von 2 Millionen, die wir hatten in der Partei, ich finde nicht richtig, ich war auch in dem Weltfriedensrat und so weiter. Wir haben Gutes geleistet und wir haben viel Zeug vom ZK gekriegt, wo wir gesagt haben, was soll denn das, nicht? Was wir also alles nicht für richtig von innerlich empfunden haben, aber wir haben es mitgemacht. Aber dass so viele von dieser Sache weggegangen sind, also von dem Prinzip, dass der Kapitalismus nicht das Richtige sein kann, dass dort nicht die Lösung für unsere weiteren Bestand sein kann, das habe ich also nie da war ich immer ganz entsetzt, muss ich sagen, dass in diesen 20 Jahren so eine kleine Gruppe von Linken noch da ist. Und das ist eigentlich das, wo ich sage, da können eigentlich auch nicht so viele in den ganzen Jahren der DDR wirklich auf unserer Seite gestanden haben und das vertreten haben, was wir alle wollten, nämlich dass eine ordentliche, eine richtige Sache entsteht, wo die Menschen auf dem Dorfe, wo alle konnten irgend doch etwas mitmachen, sie haben ihre Ausbildung bekommen, sie haben ihre Kinder zu pflegen, gemacht und alles Mögliche. Also wir haben nicht alles richtig gemacht, aber ich würde sagen, vieles war auch ganz, ganz ordentlich und sie hätten nicht so viele von unserer Seite gesagt. Das ist eigentlich erstaunlich, dass sie das gemacht haben. Da bin ich eigentlich enttäuscht, muss ich sagen. Denn wir brauchen solche Leute, die immer wissen, was richtig ist. Kann man doch jetzt sagen. Also der Anteil der Linken in linken Staatsparteien war aber schon immer gering. Insofern, mich hat es nicht überrascht, was sich dann abspielte 1989. Wir haben eine weitere Frage. Ja, ich möchte nur eine Frage stellen, worin siehst du die Gründe, dass unter Linken es gewöhnlich sehr üblich ist? Entschuldigung. Worin siehst du den Grund, dass es unter Linken, egal wie weit man in die Geschichte zurückgeht, in der Regel sehr oft so ist, dass man sich intensivst untereinander auseinandersetzt und weniger mit den politischen Gegnern. Da kannst du sicher auch, wenn du dich vorhin zurückgehalten hast und gesagt hast, du willst dich da nicht mehr einmischen, auch einen Gedanken zu sagen. Weil du hast dich mit Geschichte befasst und so. Es sind noch 2 weitere, ja, wir sammeln jetzt erstmal. Schreibt ihr das auf oder merkst du dir das? Würde mich interessieren, in welchem Punkt in Ihrem Leben Sie sozusagen am meisten, wo Sie sich am meisten über sich selbst ärgern. Also sagen wir mal Verhalten in Situationen, wo Sie heute über sich selbst den Kopf schütteln. Das würde mich interessieren. Okay. Das ist nicht meine Frage. Gut, ja, und dann, wir sammeln jetzt. Da hinten ist noch eine Frage. Die erste Frage, wenn Sie treten ist. Ich wollte fragen, weil das beschäftigt mich schon sehr lange.
die Frage, wie man wegkommen kann vom Parteienparlamentarismus, weil ich denke, also für eine eigene Veränderung jetzt gesellschaftliche Veränderung schafft man mit Parteienparlamentarismus nicht, sondern nur mit großen Bewegungen. Letzten Endes, so wie der Parlamentarismus jetzt besteht, eigentlich immer irgendwie aufgesogen werden und dann am Ende untergegangen werden. Und wo ich denke, je mehr Machtparteien bekommen, und die Vorstellung dann auch für den Weg, je korrumpierbarer sind sie am Ende wieder durch Wirtschaft und. Also mich beschäftigt einfach, weil ich überzeugt bin, mit einem Parteienparlamentarismus schaffen wir nie einen großen Revolution. Gut, dann schließen wir jetzt erstmal ab. Also, ich habe noch nie so richtig darüber gesprochen, aber jetzt sage ich es einfach mal. Ich bin nicht ausgetreten, ich wurde ausgetreten. Und warum? In einer Zeit nach dem Gärer Parteitag, werden sich einige noch erinnern, als auf dem Gärer Parteitag eine kleine Gruppe sozusagen die Konterrevolution gegen den Parteivorstand probierte. In einer Zeit, wo ein Mann wie Dieter Dehm als stellvertretender Parteivorsitzender versuchte, aus der BDS eine andere Partei zu machen und an seiner Seite ein bayerischer SPD, Ex-SPD-Politiker, Geschäftsführer der BDS war. In dieser Zeit, wo übrigens Lothar Bissi erklärte, er geht nicht zur Wahlfeier, er guckt sich lieber Kabarett in Potsdam an. Und Gregor dem Grund seiner persönlichen Entwicklung eine andere Aufgabe annahm. In dieser Zeit, wo die... Ich war nur noch Rechtsanwalt. Ja, wo die BDS existenziell gefährdet war, wollte ich etwas bewegen und habe einen Brief geschrieben, dass ich unter diesen Umständen von meinem Recht Gebrauch mache und meine Mitgliedschaft ruhen lasse. Stand im Statut als eine Möglichkeit für ein Vierteljahr. 2 Tage nachdem dieser Brief, den ich damals mit meiner Frau gemeinsam geschrieben habe und die das genauso gemacht hat wie ich, in Berlin angekommen war, stand in der Presse, dass ich dass wir aus der BDS ausgetreten seien. Lanciert von bestimmten Leuten, die nicht wollten. Dass es zu einer Diskussion kommt. Gegen Gregor haben sie sich alle nicht getraut. Gregor konnte sagen, die SED war eine reaktionäre Partei. Das haben sie geschluckt. Aber wenn ich gesagt habe, in der SED fehlten von Anfang an eine Reihe von zivilisatorischen Zügen, da sind sie auf die Barrikaden marschiert. Du dachtest, das Leben ist dazu da, gerecht zu sein. Ich wollte damit sagen, ich möchte gern, dass die Situation genau gesehen wird. Wo und wie, in welchem Zusammenhang das war. Und dann sage ich Ihnen auch, ich habe gesagt, ich bin nach wie vor demokratischer Sozialist und Linker. Ich gehöre zu vielen, im Gegensatz zu manchen anderen BDS-Mitgliedern, zu den ständigen Abonnenten des Neuen Deutschland und weiß, was ich mache und was ich zu lassen habe. Ich wollte damals ein Zeichen setzen. Es ist mir nicht gelungen, gut aus. Dass wir hier zusammensitzen, der Stänkerer Jürgen, jetzt Chef des Dietz-Verlages ist, ich als parteiloser Autor bei ihm ein Buch mache und mein ehemaliger Vorgesetzter eine Laudatio auf mich hält, ist doch eigentlich ein gutes Zeichen. Warum beschäftigen sich die Linken mit sich selbst? Weil sie kein Gregor ist ganz kurz darauf eingegangen. Es gibt, keiner hat
den Marschallstab in der Tasche und kann die Antwort geben, wie müsste es denn wirklich gemacht werden? Was geht denn jetzt? Manche reden vom Kommunismus, manche reden von der Evolution des parlamentarischen Demokratismus, manche reden von den kleinen Schritten, manche reden von den großen Schritten. Da muss, und wenn man dann sozusagen in einer so kleinen Partei ist, muss man sich doch behaupten. Und wenn man nicht sich behauptet, und wenn man nicht laufend in den Medien ist, und wenn man nicht laufend genannt wird, ist man nicht mehr präsent. Kann es ja nur gut sein, wenn ich endlich mal ein paar Kritiker finde, die gegen das Buch einen großen Streit anfangen, oder wenn mich ein paar Leute... Ach, da wirst du keinen Mangel haben. Ich will mir sagen, ich würde ja die Verkaufszahlen erreichen, die ich ihm gönne. Aber in der Partei musst du sozusagen Mannschaften um dich scharen. Ne? Du musst Posten besetzen. Du musst die Posten um dich herum mit Freunden besetzen, so wie das der Niebel ist ja so wunderbar demonstriert. So was gibt es natürlich auch in der BDS und damit beschäftigen sich die Linken. Weil keiner bereit ist zu sagen, lasst uns mal vorurteilsfrei diskutieren und ohne jemand gleich wieder etwas anzuheften, die Meinung sagen. Und vielleicht auch sich zurückzunehmen. Ich bin doch nicht der Mensch, der die Geschichte der BDS und die Geschichte der DDR erfunden hat und die Wahrheit verkünden will. Ich schreibe meine Sicht und ich wünschte mir, dass viele ihre Sichten schreiben. Jetzt habe ich im Neuen Deutschland gelesen, da gibt es einen ehemaligen Tierarzt und der dann SED erster Sekretär einer SED-Kreisleitung wurde und dann Landtagsabgeordneter wurde, der jetzt aufgerufen hat, schreibt doch endlich Bücher über das Alltagsleben der DDR. Und er hat einen wunderbaren Titel für sein erstes Buch gefunden. Schade, dass das nicht mir eingefallen ist. Über Rindviecher, Politiker und andere Menschen. Ich will sagen, es ist natürlich, wenn man sich behaupten will, wenn man wiedergewählt werden will, wenn man die Pension haben will, ist es natürlich unerhört schwer, sich zu behaupten. Und da muss man lieber einen schlechten Leumund als überhaupt keinen Leumund. Und man sieht, es geht. Und bei manchen hat es auch fantastische Entwicklungen. Ich nehme Sarah Wagenknecht breit vors Brett über ihre Haltung vor 10 Jahren. Ich sage heute alle Achtung. Alle Achtung, was aus der Jungfrau geworden ist. Vielleicht hilft es auch vielen, dieser Streit unter den Linken. Aber wir haben nichts Vorzeigbares. Wir sagen nur immer, so geht's nicht. Und dann bin ich bei dem letzten Problem. Sie haben völlig recht. Dieser bürgerliche Parlamentarismus war eine fantastische Errungenschaft des 20. Jahrhunderts. Aber er reicht zur Bewältigung der Probleme des 21. Jahrhunderts nicht mehr aus. Eine Parteienbürokratie ersetzt die andere. Nicht einmal 2 Millionen der 80 Millionen Bürger der DDR besetzen alle, Entschuldigung, der BRD, ach schön, wer hat das schon, besetzen alle wichtigen politischen Funktionen. Manche wissen schon gar nicht mehr, wo sie bestimmte Leute aus ihren Parteien herholen sollen, um Funktionen zu besetzen. Das kann keine Perspektive sein. Die parteilosen Denker, die parteilosen Köpfe müssen sozusagen mit in die Waagschale geworfen werden, müssen eine Chance haben, auch außerhalb der Partei ernst genommen zu werden und auch Aufgaben außerhalb der Partei zu bekommen. Welcher Punkt war es, der mich hat schwankend werden lassen? Oh. Schwankend hat sie nicht gesagt. Der unangenehmste. Den unangenehmsten Punkt deines Lebens sollst du schildern. Also Marlies und ich jetzt auch sehr gespannt. Nee, das ist öffentlich, nicht im Privat. Privat habe ich alles auf den Tisch gelegt. Da werden manche staunen, was man alles von sich schreiben kann.
Die Frage ist nicht zu beantworten. Was war der Punkt? Es gibt so viele Punkte. Es gibt so viele Punkte. Ich war ein Sportner. Ich habe mit 17 Jahren die Fußballberichte des damaligen SC Motor Karl-Marx-Stadt geschrieben, habe mit 17 Jahren in den Sommerferien in der freien Presse gearbeitet, habe Sportseiten gemacht. Ich wollte Sportreporter werden. Bin vorimmatrikuliert gewesen und bin nicht immatrikuliert worden, weil ich nicht Mitglied der SED gewesen bin und weil gerade die NVA die Wehrpflicht eingeführt hatte und 20 Studienplätze durch Journalistik künftigen Presseoffizieren der NVA zugesprochen wurden. Das wäre so ein erster Punkt, wo ich gesagt hätte, hätten müssen bis hierher und nicht weiter. Und was wäre dann gewesen? Oder wir sitzen bei Hager und Hager hält uns eine Vorlesung über die Notwendigkeit des Verbots der sowjetischen Filme und endet mit dem Satz, weil wir alle ihn sehr skeptisch angeguckt haben, wer damit nicht einverstanden ist, kann seinen Ausweis auf den Tisch legen und gehen. Das sind so Punkte, die vergisst man in seinem Leben nicht. Und da gibt es viele solche Punkte, wo man hätte springen müssen und nicht gesprungen ist. Es gibt natürlich Enttäuschungen, dass man Freunde glaubte zu haben, die nach der Wende die Straßenseite gewechselt haben, die halbes Jahr vor dem noch an dem Küchentisch bei dir gesessen haben und sich haben bedienen lassen. Ich will mal sagen, es gibt nicht den Punkt. Es gibt doch nicht den Punkt, der mich zum Linken gemacht hat. Es ist eine Fülle von Punkten gewesen, die mich haben dazu geführt, links zu werden. Und es gibt eine Reihe von Punkten, wo ich sage, da habe ich es verpasst, den Sprung zu machen. Und vielleicht ist es sogar falsch, das zu sagen. Vielleicht ist es richtiger zu sagen, Gott sei Dank, dass ich den Sprung nicht gemacht habe, sondern weiter versucht habe, meinen Weg zu gehen. Ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen. Sie waren ein fantastisches Publikum. Ich bedanke mich bei Gregor Gysi. Und natürlich, last not least, beim Helden des heutigen Abends, bei Dietmar Keller, der selbstverständlich noch eine Weile hier sein wird und wenn das Bedürfnis ist, sein Buch signiert zu erhalten, das auch signieren wird. Ich bedanke mich bei Ihnen und gebe nochmal, Bücher sind genug da. Okay, der Verkaufstisch ist hier vorne und Dietmar Keller sehen Sie selber. Okay, schönen Abend. Sehr gut, danke dir.